Moin und Peace, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute seht ihr das E-Bike und den Fahrradanhänger zusammen hier. Und ihr fragt euch jetzt, wie kriegt ihr den zusammen hierher? Bleibt dran an diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Es ist vollbracht. 1500 schlecht investiert. E-Bike 500. Ich bin ruiniert. Komm hier nicht lang mit deinem kleinen Scheißhaufen Fahrrad. Wunder dich nicht, wenn die Scheiß dich nicht sehen. Eben kein E-Bike 500er. Coupé. Intro von Maximiliano. So Leute, ich gönne euch jetzt mal diesen schönen Ansichtblick. Wie gesagt, der Hänger war ja eigentlich am grünen Bike, am Specialized oder so wie das heißt. Jetzt ist es an dem E-Bike Lück-Bike oder so wie E-Bike auf jeden Fall dran. Wunderschöner Hänger natürlich, selbst gebaut. Genau, jetzt gehen wir mal an die Anhängerkupplung ran. Wie habe ich dieses Teil an mein E-Bike bekommen? Man sieht es jetzt hier ein klein wenig, dass es so nach unten gebogen ist. Ich habe es jetzt, glaube ich, ich weiß es nicht, ob ich es jetzt schon komplett fest habe. Das muss ich auf jeden Fall nochmal nachziehen. Ansonsten fest ist das Teil, auf jeden Fall. Ich bin jetzt schon 5 Kilometer damit gefahren und Probleme habe ich jetzt nicht gemerkt. Ja, ansonsten wunderschön, wie gesagt, das muss man nochmal hoch machen. Sonst sieht es ja ganz, ganz kacke aus. Und die Anhängerkupplung an sich ist komplett neu, nicht die alte. Die alte hängt noch am Grünen sogar dran. Weiß ich jetzt nicht, ob ich die verkaufe oder am Grünen einfach dran lasse. Dann habe ich hier diese schwarze, zwei schwarze Teile sind es. Die muss man dazu haben, ansonsten kriegt man das nicht ans E-Bike ran, weil normale MTBs hängen das hier breiter und der Sattel ist dann allgemein auch breiter. Es kann vielleicht auch sein, dass es E-MTBs gibt, die breiteren Sattel wie die normalen MTBs hängen. Es kann auch sein, dass manche MTB das auch hier dünn hängen, wie das. Alles möglich, aber Leute, am besten mit diesem Zeug kaufen. Lasst euch nicht von 11,99 € kostenloser Versand. Kauft euch das für 16 Euro kostenloser Versand, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass das passt an alles, egal wie. Ja, so war es jetzt bei mir auch. Ich habe mich bei dem einen, habe gedacht, 11,99 € passt, habe ich ja erst das grüne Bike bekommen und dann das alte E eigentlich. Und jetzt habe ich das bekommen, also was bekommen. Ich habe es mir selber gekauft natürlich, aber ein bisschen was habe ich von meinen Eltern natürlich dazu bekommen. Wunderschöne Landschaft. Naja. Wie gesagt, das E-Bike hat jetzt 107.000, 5 Kilometer habe ich gefahren. So sieht's aus. Wunderschön, immer noch mein E. Kann man nichts sagen. Wie ist es verbessert? Natürlich jetzt auch. Leider durch Corona ist dieses Jahr keine Festivals, Partys oder sonst irgendwas, wo man, der Junge, ich würde einfach komplett irgendwo hinfahren. Der wird mir einfach was reinziehen, Digga. Cola, weil irgendwie Party machen und dann der. Weil im Hänger passe ich schon da. Also halt die Füße dann rausstrecken. Muss halt dann warm sein. Darf nicht regnen. Oh, ja, moin. Seid gespannt. Vielleicht kommt noch ein neues Projekt diese Woche. Vielleicht auch erst nächste Woche. Aber da seid ihr mal ganz gespannt. Ganz, ganz. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat es wie. Ach so, nee, warte. Diese Teile habe ich mit Kollegen noch rangemacht. Vorletzten Samstag. Schreib's mal in die. Junge, ich habe keinen Plan. Ich schreib's nachher unten in die Kommentare rein, wann wir das gemacht haben. Letzten Sonntag war er nicht da. Da muss es vorletzten. Vorletzten Sonntag war es definitiv, glaube ich. Haben wir das noch hingemacht, dass das. Der ist halt komplett wild. Wie das so aussieht. Boom. Das fickt den Hänger nochmal komplett durch. Digga. Und übrigens, ich bin auch nicht ohne Helm hergefahren. Da liegt der Helm. Der kommt. Komplett wild, Alter. Am Schutthaufen Bike geht es auch weiter die nächsten Tage. Verrate ich euch jetzt aber noch nichts dazu. Da kommt nachher auf jeden Fall auch mal noch ein Video zu dem Schutthaufen Bike. Was ich damit schon wieder vorhab, ist fraglich. Das ist zu wild, Alter. Also Leute, lasst diesem Video ein Like da. Lasst euch nicht davon reinfallen, scheuchen.
teilt dieses Video mit euren Freunden. Ich habe auch gesehen, dass die letzten Videos mit 15 Aufrufen, ich habe 21 Abos, aber 15 Aufrufe ist natürlich nicht schön bei 21 Abos, aber viele haben halt auch 80.000 Abonnenten, 80.000 sagt man dazu, und die haben halt nur 50.000 Aufrufe, aber der, ich will nicht so sein, Digga. Der ist, Junge, dann lasst lieber euer Abo zurück und dann ist gut. Wie gesagt, lasst dem Video ein Like da. Ihr kriegt jetzt noch einen Carporn vom Hänger und vom E. Ich sag schon mal Tschüss, der Carporn läuft ab jetzt.